willkommen und hallo wieder bei meiner täglichen Dschungelshow. Ich bin kein Star, ich bin zu Hause. Tag 10 im Dschungel. Man merkt, es geht auf die Zielgerade. Viele sind am Boden. Hunger, Hitze und Langeweile fordern ihren Tribut. Gestern ging es nochmal mit einem Rückblick los und zwar auf Domenicos Auszug. Sein Verhalten gegenüber Evelyn war schlichtweg seelenlos. Von allen verabschiedet er sich mit High Five, mit Umarmungen etc. Nur Evelyn ließ er laut Aufnahmen, wie ich das gesehen habe, links liegen. Evelyn struggelte dann in dem folgenden Interview ziemlich mit sich selber und man hat ihr wirklich angemerkt, es ist wirklich ein Tiefpunkt bei ihr erreicht. Aber mal schauen, wie es mit ihr weitergeht. Als nächstes hatte Tommy seinen Höhepunkt der Serie, wie ich fand. Denn Tommy machte auf wirklich lustige Art und Weise die Kandidaten nach. Von Peter, der wirklich sehr gut und positiv immer wirklich da zugegen war, hat er dann Giselle nachgemacht, die dann auch mit ihren Haaren, die muss man dann so nach hinten und dann wegen der Seiten, das ist ja alles. Ich fand es wirklich sehr, sehr lustig, sehr niedlich gemacht und das hat wirklich nochmal zur Erheiterung durch Tommy beigetragen. Als nächstes wurde der Auszug von Sibylle gezeigt. Sibylle war tief traurig, dass sie raus musste. Sie hätte, glaube ich, gerne bis zum Ende, ich glaube mindestens Top 5 war so ihre Vorstellung, die sie gehabt hatte. Aber ja, sie ist, was ist jetzt am Ende geworden? Elfte ist sie geworden. Sie war wirklich todtraurig. Ihre Gedanken kreisten vollkommen wirklich um diese Tatsache, dass sie ja versagt hätte, dass sie die Leute enttäuscht hätte und so weiter. Als Goodie gönnte sie sich dann halt einen Friseurbesuch nach dem Auszug, wo sie dann halt dann auch von ihrem Manager dann besucht wurde. Und ihr Manager teilt ihr dann die gute Nachricht mit, dass sie toll angekommen ist hier draußen und das kann ich so aus meiner persönlichen Warte wirklich bestätigen. Sibylle wirkte unheimlich sympathisch, unheimlich nett und ich drücke ihr wirklich ganz fest die Daumen dafür, dass sie hier draußen dann halt wieder auf die Füße kommt und ein vernünftiges Auskommen haben wird. Wie hat sich der Miracle Morning entwickelt? Außer Jota sind nur noch zwei Leute dabei, nämlich Peter und Evelyn. Evelyn erzählt im Anschluss im Dschungelcamp noch so ein bisschen von ihren Plänen, dass sie nochmal studieren möchte und sich nochmal weiterbilden möchte. Außerdem erfuhren wir von Evelyn, Bücher machen voll schlau. Jota war dann in der Pflicht, die Leute für die Team-Challenge, für die Dschungelprüfung auszuwählen. Er ging so ein bisschen rein und fragte, nachdem er mitgeteilt bekommen hatte, dass alle reingehen, und fragte so ein bisschen ab, na, wer hätte denn Lust? Wo doch einige sich sofort dann freiwillig meldeten und man sehe und staune, Giselle meldete sich auch. Ich würde auch noch eine Prüfung machen. Warum? Geht da jetzt die Berechnung seitens Giselle los, dass sie jetzt dann meint, mit ihrer jetzt gewechselten Show vom armen Mäuschen auf vermeintlich starke Frau, meint sie, dass sie jetzt dann doch noch den Sieg einkassiert? Die diesmalige Prüfung war eine Gladiatorenprüfung im Stil des alten Roms. In der ersten Runde steckten 5 Kandidaten ihren Kopf in einen Behälter, wo so ein Gladiatorenhelm halt drin steckte, wo sie dann Besuch von grünen Ameisen bekam. Besonders lustig in der Gruppe war Peter, der sich dann vor Sonja und Daniel hinstellte und brüllte: War das schon alles? Habt ihr nicht mehr drauf? In der nächsten Challenge galt es, Speere auf einen sich bewegenden Stern zu werfen. Anschließend musste ein Stern in einem Schlangenkäfig entknotet werden. Und zum Schluss standen sich noch zwei Gladiatoren gegenüber, wo ein Adler einen Stern vom einen zum anderen und zurück irgendwie transportieren musste. Und das Ergebnis war letztendlich, ich glaube, dass sie 7 oder 8 Sterne hatten. Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber sie hatten auf jeden Fall verdammt viele Sterne. Haben, glaube ich, nur in der Sperrwurf-Challenge haben sie, glaube ich, nur 2 Sterne verloren, weil sie die nicht geschafft haben. Falls ihr euch erinnert, schreibt es in die Kommentare. Zurück im Camp lästerte Chris gegen Jota, dass er ja die Kakerlaken, die Jota im Mund hatte, ja noch zerbissen und zerkaut hätte. Woraufhin Jota sehr, sehr pissig reagierte. Denn, Jota war in dem Team beim Sperrwerfen, wo es keine Sterne gab. Also war die Ehre wieder einmal angekratzt. Fast zum Ende der Show gab es dann noch die Briefe von den Verwandten und Bekannten an die Kandidaten. Ich fand Jottas Brief wirklich sehr, sehr werbewirksam geschrieben.
von seiner Frau, Freundin, wie toll er denn sei und wie gut er denn wirklich hier draußen ankommt. Und dass er ja sein tolles, wahres Gesicht zeigt. Heißt dieser ein Quatschkopf? Tommy erhielt einen Brief von seinem Sohn und da wurde auch nochmal dann im Dschungelinterview hinterher so ein bisschen wirklich deutlich, wie schlecht es dann um Tommys Frau stand. Oder besser gesagt, besser um sie steht, da sie selber wohl auch nicht mehr schreiben kann. Das war wirklich schon echt berührend. Leila erhielt dann auch noch so ihren Brief und den fand ich selber dann halt, ja, ich will nicht sagen, ein bisschen übertrieben geschrieben, aber ja, ich weiß nicht, also sie wurde schon von ihrer Freundin, Bekannten da wirklich sehr hochstilisiert dafür, dass man leider sehr, sehr wenig von ihr sieht. Fand ich es ein bisschen drüber. Auch Felix erhielt seinen Brief von seiner Freundin, der wirklich sehr emotional, sehr positiv emotional war, wo es danach nochmal um sein kleines Würmchen geht, das halt auf dem Weg ist. Fand ich niedlich. Interessant wurde es nochmal dann bei Doreen, die dann halt auch noch einen Brief erhielt von ihrem Kind, was auch wirklich total niedlich geschrieben war. Ja, was dann halt allerdings bei ihr enttäuschend, für sie enttäuschend war, war die Tatsache, dass sie halt keinen Brief von ihrem Ex gekriegt hatte. Denn ja, sie scheint sich da wirklich jetzt doch noch irgendwas auszurechnen. Aber warten wir mal ab, was da so weitergeht. Ich denke mal, auch wir Männer lassen nicht alles mit uns machen, dass wir da auf Kommando dann zurückgekrochen kommen, wenn wir verarscht wurden. Wir warten mal ab, es bleibt spannend. Zum Ende hin ging es dann Richtung Rauswurf. Das Duell fand dieses Mal zwischen Gisela und Tommy statt. Giselle fand ich in den letzten Sendungen tendenziell eher schwach und hinterfotzig. Tommy fand ich in den letzten Sendungen selber ein bisschen stärker, ein bisschen lustiger, ein bisschen präsenter, auch auf eine liebevolle Art und Weise. Daher wunderte mich dann am Ende das Ergebnis umso mehr, dass Tommy rausflog. Ich hätte mit eher anderen Kandidaten, eher so Richtung Leila, mit in der Wahl gerechnet, da von Leila leider bisher relativ wenig zu sehen war, wo ich auch ehrlich gesagt enttäuscht von bin, denn ich kenne halt ihre Podcasts mit Ines, wo sie wirklich sehr aktiv ist, sehr lustig ist, sehr auch freizügig redet und das vermisse ich ja einfach im Camp. Ja, das war's schon mit der heutigen Dschungelshow. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch, Abo dalassen und kommentieren. Ich freue mich darauf, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, stay heavy, euer MK.